Alarmanlagen. Hey Leute, willkommen zurück zu Batman Arkham City. Ich bin Batman of the Future übrigens gerade. Yeah, der sieht cool aus. Ich gehe es langsam an. Ich breche eine Rippe oder einen Finger, nichts größer. Batman! Und ich brech dir das Gesicht. So, das war's mit den politischen Gefangenen. Verschärfter Angriff. Ja, cool, damit hätten wir die Nebenquest auch erledigt. Yes. Hier, Arkham-Angriff geschlossen. Damit werden es nur noch die Enigma-Rätsel und Identitätsdiebstahl. Der geht hier unten übrigens noch weiter. Moment. Und ich habe da letztes Mal was vergessen. Das habt ihr mir geschrieben und deswegen werde ich das ganz kurz nachholen. Na, mal sehen. Vielleicht gibt es doch noch zwei Parts mit diesem hier zusammen. Und natürlich noch Harleys Revenge. Aber ich möchte natürlich alles haben. Alles, was geht. Warum soll ich eine Rauchbombe abwerfen? Ist doch totaler Quatsch. Hat da etwa gerade jemand auf mich gefeuert oder wollte das? Naja. So. Wieso schneit's hier die ganze Zeit? Mr. Freeze. Nee, warte mal. Hier gab's doch noch einen Hinweis, oder? Wer immer Wayne auch aufgeschlitzt hat, wusste, was er tut. Ich wollte doch hier noch... Ja, nee, keine Ahnung. Dann geht das wohl noch weiter mit diesem Identitätsdiebstahl. Oder ich weiß halt nicht, wo ich das finde. In der Park Row gibt es auch noch ein paar Fragezeichen, die ich jetzt nicht gekriegt habe. Ich habe mir nochmal die ganzen Dinger hier durchgesehen von Riddler. Und zwar die Amüsiermeile fehlt mir noch ein Rätsel. Dann in der Park Row fehlen mir noch 3 Fragezeichen. Und das war's, wie ihr seht. Na gut, The Bowery, da bin ich jetzt gerade, das hole ich mir. Und sonst habe ich alles. Na gut, die Herausforderung hier, aber ich glaube, die werde ich auch nicht schaffen. Habe ich auch nicht wirklich Bock drauf. Da muss ich so viel kämpfen und in den Kämpfen Dinge benutzen. Das wirkt dann alles so gezwungen und das, naja, ich kämpfe halt, wie ich lustig bin. Außerdem habe ich ja schon Maximallevel, von daher ist es egal. City, Drecksloch, ich muss nur 5 Minuten hier raus. Dann zeige ich dieser stinkenden Stadt etwas richtig. Okay, ja, dann mach das mal. 5 Minuten. Bin ja gespannt. So, hier unten war das mit dem Fragezeichen. Und das war ein bisschen tricky, denn ich habe das erstmal mit der Zeit rausfinden müssen, wie man hier reinkommt. Und zwar so. Schweben und dann hier rüber. Ja, es gibt keinen anderen Weg, um über diesen Elektrozaun drüber zu kommen. So, und hier müsste das... Ah, seht ihr mal, da konnte ich letztes Mal nicht rein übrigens. Das wird jetzt endlich die Aufklärung bringen mit Riddler. Aha. Grüne Farbe. Okay. Ich wollte gerade sagen, also hier gehe ich bestimmt nicht durch. Genau, ihr Würmer. Weitergehen. Ihr wisst doch noch, wie man geht, oder? Riddler, wenn ich hier rauskomme, werde ich dich dafür fertig machen. Hast du gehört? Aber, Mr. Cash, um mich fertig zu machen, müssten Sie sich erst aus dem Schlamassel befreien, in dem Sie gerade stecken. Dann müssten Sie mich angreifen. Und zwar ohne, dass ich vorher den Fernzünder drücken und Ihre primitive DNA im Raum verteilen könnte. Ich tu's. Sie werden es versuchen. Mag sein, aber ich bezweifle, dass Sie nicht in die Luft gesprengt würden. Oh, und ich hatte noch den Fernzünder erwähnt, den ich hier habe. Ein Knopfdruck, Cash? Und ihr Trottel fliegt allesamt in die Luft. Aufhören, ich kann die ganze Nacht bitte laufen, Riddler. Ach, die müssen hier laufen. Oh, die armen Kerle. Riddler hat Sprengladungen an seinen Geiseln angebracht. Wenn sie stehen bleiben, sterben sie. Ich kann mich ihnen nicht in den Weg stellen. Boah, ist das mies. Was ist, wenn sie mich sehen? Reicht das schon? Boah, ist das mies. Aber wie cool eigentlich gemacht. Oh, jetzt aber flott. Oha. To the trains. Das ist schon ganz schön mies, dieser Arsch. Warte mal, wenn ich den erwische. Für den habe ich mir was Schönes ausgedacht. Eins aufs Maul gibt's da nämlich. Hast du dich ausgetrickst, ja? Tja, hast du nicht. Ich baue noch ein... Ah ja. Na du Penner. Das kann nicht wahr sein.
Erwartest du, dass ich darauf reinfalle, Dark Knight? Ich weiß, dass du mich nicht töten wirst. Stimmt, aber bei den anderen kann man sich dann nicht so sicher sein, oder? Beweg deinen Arsch, Riddler. Du wirst mir keine Befehle erteilen. Muss ich erst aufs Knöpfchen drücken? Was? Nein. Oh, dafür wirst du büßen, Batman. Das Ding funktioniert ganz sicher nicht? Nein. Aber ich wüsste nicht, wieso wir ihm das verraten sollten. Ja, so ist richtig. Genie. Riddler ausgeschaltet, Fallakte geschlossen. Na wunderbar. Wo komme ich jetzt wieder raus hier? Der Riddler. Achso, die könnten wir ja mal lesen. Oder beziehungsweise uns anhören, die ganzen Fallakten. Nur keine Sorge, Herr Bürgermeister. Es ist alles unter Kontrolle. Ich verspreche es Ihnen. Ist nicht so, dass ich Ihnen nicht traue, Hugo. Es ist nur die Kopfschmerzen, dieser Schmerz. Ich habe das jetzt ständig. Nehmen Sie weiter Ihre Medikamente. Aber es ist spät, Herr Bürgermeister. Sie sind müde. Sie brauchen Schlaf. Natürlich. Ich brauche meinen Schlaf. Sie legen jetzt auf. Ich lege jetzt auf. Trottel. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Was? Sie wagen es, in mein Büro einzudringen? Oh, ich bin nicht in Ihrem Büro. Und bitte versuchen Sie erst gar nicht, diese Übertragung zurückzuverfolgen. Sie würden kläglich scheitern. Ich vermute, ich spreche mit Mr. Edward Nigma. Glauben Sie etwa, dass sonst noch jemand in Ihrem Irrenhaus genial genug wäre, diese kleine Plauderei zu arrangieren? Narzissmus. Zwanghaftes Verhalten, seinen Intellekt unter Beweis zu stellen. Vorliebe für Rätsel. Sie haben eine Akte gelesen. Natürlich. Gut, fangen wir also an. Wie wollen Sie verstehen, was in Arkham City los ist? Die Antwort auf alle Fragen ist doch voll strange. Ja, näher an seine Wortspiele, dieser gute Nigma, ne? Guten Abend, Hugo. Ich glaube, es wird Zeit für unser Einzelgespräch. Nein, es wird Zeit, dass Sie damit aufhören und aufgeben. Meine Tigerwachen werden Sie finden. Und wenn es soweit ist, vollziehe ich die Prozedur an Ihnen persönlich. Prozedur? Oh, Sie meinen das, was Sie mit all den armen Schweinen der Anstalt getan haben? Ehrlich gesagt glaube ich, Sie haben denen einen Gefallen getan. Woher wissen Sie, dass Sie bei all den Patienten, an die sich kein Schwein erinnert, mithilfe dieses wirren Hutfritzen die Gehirne zum Schmelzen gebracht haben? Oder dass Sie den Ex-Anstaltsleiter mit Ihren ganz speziellen Medikamenten versorgt haben? Zweifellos nur deshalb, um seine Synapsen ein bisschen empfänglicher für Ihre Vorschläge zu machen. Oder vielleicht fragen Sie sich ja nur, woher ich von dem Geheimfach in Ihrem Schrank weiß, wie es zur Seite fährt und das offenbart, was Sie am meisten wollen. Wie Sie da in Ihrem Anzug sitzen, sich heulend die Hände vors Gesicht halten und fragen, ob Sie unwürdig sind. Was wollen Sie, Mr. Nigma? Oh, das ist leicht. Ich will das, was Sie wollen. Und das wäre? Batman, tot. Erniedrigt, aber tot. Klopf, klopf, Professor. Wer bin ich? Ich habe Ihre langweiligen Spielchen satt, Mr. Nigma. Wenn Sie mit mir sprechen wollen, werden meine Wachen Sie sicher in den Turm eskortieren. Bitte, Hugo. Um mich in eine Falle zu locken, sollten Sie wenigstens so tun, als würden Sie sich anstrengen. Keine Fallen, Edward. Ich hege nur den Wunsch, Sie sicher durch Arkham City geleiten zu lassen. Ich glaube, es ist an der Zeit, meinen ebenbürtigsten Gegner kennenzulernen. Sie, Strange? Mir ebenbürtig? Ich werde mit meinen Fähigkeiten dafür sorgen, dass Batman mir schon bald in seinem eigenen Blut zu Füßen liegt. Wirklich? Dann reiße ich ihm die Maske runter und sehe in seine ausdruckslosen, sterbenden Augen. In diesem Augenblick wird er realisieren, dass ich ihn endgültig besiegt habe und herausfinde, wer er ist. Verzeihen Sie, Edward. Wir sind uns tatsächlich nicht ebenbürtig. Na endlich. Sie sind zwar genauso von Batman besessen wie ich, aber im Gegensatz zu mir ist Ihnen seine wahre Identität ein Rätsel. Hab ich recht? Was? Ich weiß, dass Sie lügen, Strange. Nie im Leben werden Sie das herausgefunden haben. Es muss irgendein Trick sein, ganz sicher. Oh, ich benutze weder Tricks noch kindische Rätsel. Ich habe ein psychologisches Profil des Mannes erstellt, den ich mir am ehesten als Batman hätte vorstellen können. Und es mit dem naheliegendsten Kandidaten verglichen.
Ich lag natürlich richtig. Und? Wer ist es? Ah, aber damit würde ich Ihnen doch den ganzen Spaß verderben. Sie müssen es mir sagen. Ich flehe Sie an, Strange. Ich... Also, Edward, wenn ich es herausfinden konnte, muss es für Sie doch ein Kinderspiel sein. Aber ich... Ich... Interessant. Sagen Sie mir, Edward, was haben Riddler und ein noch unbedrucktes Wörterbuch gemeinsam? Ganz einfach, beiden fehlen die Worte. Ja, voll verarscht, der Gute. Jetzt läuft er die ganze Zeit. Bei mir, Batman. Zeit, Rache zu nehmen. Warte mal, hier müsste doch noch ein Fragezeichen drin sein, in der Buchte. Was ist das denn hier? Was hast du da gemacht, Edward? Bist du da... Na gut, das ist eine blöde Frage. Natürlich ist er bescheuert. Hier muss doch irgendwo... Wo soll das denn sein, Leute? Das ist nicht vorbei. Ich werde hier irgendwie rauskommen. Ich schwör's. Ja, ja. Du wirst das machen. Ich lasse ihn die ganze Nacht marschieren. Und wenn er merkt, dass er reingelegt wurde, werfe ich ihn wieder in eine Zelle. Was? Konnte ich da noch? Ich hätte nicht mehr lange laufen können. Ach so. Vielen Dank. Ich hoffe, Cash lässt... Ich komme hier raus. Und dann wirst du auch erniedrigt. Okay. Wie komme ich denn jetzt wieder hier raus, Leute? Ach so, ja, vielleicht durch die Tür. Das wäre eine gute Idee. Und sehr naheliegend. Scheinbar ist das Fragezeichen doch nicht hier. Sonst komme ich nochmal wieder. Na gut, Leute, ich mache mal einen kleinen Schnitt an dieser Stelle. Es wird sonst, glaube ich, langweilig, wenn ich jetzt die ganze Zeit rumrenne und suche. Und werde euch noch ein paar interessantere Dinge zeigen. Jo, Leute, und damit war es das eigentlich soweit. Ich habe jetzt alles gesammelt, aber leider gab es nichts dafür. Keine Ahnung. Ihr seht's hier. Alles ist gesammelt. Jedes Rätsel. Alles beendet. Außer halt diese Kampfherausforderung. Aber wie gesagt, darauf habe ich keinen Bock. Oh, guck mal. Beste Entfernung 48,7. Ich war kurz davor. Naja. Okay. 5 Seilwürfe in Folge, ohne den Boden zu berühren. Bestes Ergebnis 3. Aha. Das heißt Seilwürfe mit meinem Haken oder wie? Aha. 2 Gegner gleichzeitig ausschalten. Ja, das ist alles machbar, aber ganz ehrlich. So, die letzte Mission, die ich noch habe, ist Identitätsdiebstahl. Und die machen wir doch. Hier ist die nächste Leiche gefunden worden. Oh, Entschuldigung, das hören wir uns natürlich an. Moment. Tiger Zentrale, hier spricht Air Tiger 5. Wir haben im Sektor 2 einen weiteren toten Insassen ausgemacht. Okay. Da gehen wir doch gleich hin. Denn ich will herausfinden, wer sich hier als mich ausgibt. Welche Sau ist das denn? Und dann hören wir uns noch die Bände von Joker an, weil ich habe jetzt alle bekommen. Und ich würde sagen, damit schließe ich dann auch diese Folge ab und das Let's Play an sich. Also des Hauptspiels. Es kommt ja natürlich noch Harleys Revenge. Und da freue ich mich so ein bisschen drauf, weil vielleicht ist dann Harley die Oberschurkin. Die liebe Harley Quinn. Also nicht so lieb, aber... Na, ihr wisst schon, Harley Quinn. Oha. Sieht wie ein weiteres Opfer des Identitätsdiebs aus. Ich scanne den Bereich auf Indizien, die auf seine Identität oder seinen Aufenthaltsort hinweisen. Okay. Dieselbe Vorgehensweise wie beim vorherigen Opfer. Erst betäubt der Mörder die Stimmbänder, dann entfernt er das Gesicht und verbindet den Kopf. Es besteht kein Zweifel daran, dass er es ist, und er schlägt in schneller Folge zu. Ein Verbrechen, das mit dieser Präzision ausgeführt wird, braucht wochenlange Vorbereitung. Das sind keine zufälligen Angriffe. Das Skalpell ist lang wie ein Unterarm. Da kriegt man ja richtig Angst. Oracle, ich habe einen neuen Satz Fingerabdrücke angefertigt, aber ich finde in Gothams Täterdatenbank keinerlei Übereinstimmungen. Ich lade die Abdrücke jetzt zu dir hoch. Kannst du sie mit allen gespeicherten Abdrücken des Landes vergleichen? Okay. Batman, ich habe eine Übereinstimmung gefunden, aber das muss ein Fehler sein. Das kann nicht stimmen. Wessen Fingerabdrücke sind es? Deine. Es sind Bruce Waynes Fingerabdrücke. Wie ist das möglich? Ich habe keine Ahnung. Krasse Sache.
Oh ja, jetzt gibt's wahrscheinlich wieder eine Menge Sucherei, bis ich das dritte gefunden habe. Ich würde sagen, da machen wir einen kleinen Sprung hin. Oh, 50%. Ja, dann sind's ja nur noch 20 oder so. Naja, okay, bis zum nächsten Opfer. Oh Leute, ich habe das dritte Opfer gefunden. Ja, das ist jetzt ganz ohne Quest. Ich habe den einfach da unten liegen sehen. Mitten so. Naja. Aha. Auch diesem Opfer wurde mit chirurgischer Präzision die Gesichtshaut entfernt. Diese Sorgfalt lässt darauf schließen, dass der Mörder sich mehr um das sorgt, was er mitnimmt, als um das, was er zurücklässt. Interessant. Es hat sich jemand viel Mühe gegeben, um seine Spuren zu verwischen. Man hat Bleiche eingesetzt, um sämtliche forensischen Spuren am Tatort zu vernichten. Manchmal ist es gar nicht nötig, Beweise zu finden. Ich filtere nach Partikeln von Bleiche und versuche herauszufinden, wer da so dringend seine Spuren verwischen wollte. Aha. Ja, interessant. Endlich mal wieder eine Spur, der wir folgen können. Das macht's alles ein bisschen einfacher. So. Das ist aber sehr unnachsichtig, dass man hier einfach die ganze Bleiche hintropfen lässt. Hier geht vor meinen Augen alles den Bach runter. Hey, Kumpel. Schön ruhig. Ich muss Bleiche sammeln. Ah, sieht ja ganz gut aus. Oh, was bist du für einer? Aha. Du hast diesen Mann getötet und seine Leiche hier hinten abgelegt. Was ist mit seinem Gesicht? Ich war das nicht. Ich habe ihn nur hergeschafft. Er hat gesagt, ich soll ihn mit Bleiche sauber machen. Wer hat das gesagt? Wayne, du weißt schon. Der reiche Sack. Du lügst mich an. Oh nein. In der Nähe vom Gericht ist eine Gasse. Da hängt der Kerl rum. Der ist irre. Glaub mir, dem willst du nicht begegnen. Okay. Dann muss ich's wohl doch glauben. Kann doch nicht Bruce sein, das ist doch unmöglich. Das ist doch vollkommen unmöglich. Wir sind doch nicht verrückt. So. Er scharf so mächtig wirken. Was hatte er gegen den Stadtrat in der Hand? Also das glaube ich jetzt irgendwie nicht. Das. Wer soll denn das sein? Ich meine, außer Clayface, wer kann sich noch verwandeln? Ich wüsste jetzt keinen. So, da hinten muss es dann sein. Lass mich mal. Und Arkham City auch. Ja, ja. So, hier muss er sein, irgendwo. Der verrückte Bruce. Kann ich da nicht irgendwie... Okay, hier? Ah ja. Hat sich im Haus verkrochen. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht... Sogar die Figuren hat er das Gesicht verbunden. Dies sind die Aufzeichnungen von Dr. Thomas Elliot. Meine Arbeit ist vollbracht. Die Schmerzen, auch wenn sie noch anhalten, waren es wert. Er wird für das, was er mir angetan hat, leiden. Er wird leiden, wie ich gelitten habe. Als ich in den Spiegel sah, begriff ich, wie Leonardo sich gefühlt haben muss, als er die Mona Lisa schuf. Was Michelangelo empfand, als er David vollendete. Meine Arbeit hat zu viel Zeit in Anspruch genommen, aber jetzt wird das Meisterstück enthüllt. Mein neues Gesicht ist fertig. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Ich vermute, du bist hier, um mich aufzuhalten. Was glaubst du wohl? Ich glaube, du kommst zu spät. Du bist ein Mörder, ein Psychopath. Ich werde dich aufhalten. Wirklich? Aber... Du siehst aus wie... Bruce Wayne? Es hat seine Zeit gedauert, die perfekten Spender zu finden, das Fleisch zu transplantieren und letztendlich mich selbst auszulöschen, um das zu erschaffen. 6 Menschen sind gestorben. Leider war es nötig, um meinen Plan durchzuführen. Warum? Glaubst du an die gute alte Rache? Um ehrlich zu sein, ist es mir völlig egal, ob du das tust. Wayne wird leiden und du wirst mich nicht aufhalten. Wie ich sehen kann, hast du mit Arkham City schon alle Hände voll.
Es ist Zeit für mich zu gehen. Bete, dass wir uns nie wiedersehen. Beim nächsten Mal werde ich nicht so großzügig sein. Oh Mann, nicht ernsthaft, oder? Wie komme ich jetzt hier raus? Dead End. Aha. Da glaubst du auch nur selbst, ne? Spottdrossel. Aha. Das Spottdrossel ahmt doch andere Tiere nach, oder? Die Geräusche, die sie machen. Du kannst die Identitätsdiebakte schließen, Oracle. Hast du ihn geschnappt? Nein, leg eine neue Akte für einen Dr. Thomas Elliot an. Ich werde die Details seiner Operation hochladen. Elliot? Der berühmte Chirurg? Wart ihr nicht mal befreundet? Waren wir. Ist sehr lange her. Dann war er der Identitätsdieb? Sekunde. Hier steht, er hätte die Gesichter, die er gesammelt hat, dazu benutzt, um dein, ich meine das Gesicht von Bruce Wayne, nachzubilden. Ist er bescheuert? Nichts für ungut. Schnappst du ihn dir? Er ist fort, hat Arkham City verlassen. Ich werde mich morgen um ihn kümmern. Alles klar, Serienmörder aufgedeckt. Okay, das ist ja ganz schön krass. Also, den müssen wir doch aufhalten, ich meine. Das wäre ja blöd, wenn nicht. Na gut, Leute, das war's dann somit mit den Bonusparts. Oder den Bonusparts. Ja, ihr seht's, ich habe alles abgeschlossen zu 100%. Ich würde sagen, wir hören uns noch kurz die Aufzeichnung von Joker an. Dann haben wir nämlich damit auch alles abgeschlossen. Mr. Freeze? Ach komm, da gibt's noch so viel. Pinguin. Nee, ich will das Ganze mit Joker beenden. Aber Kätzchen können wir eigentlich noch hören. Nee, warte mal, die anderen, habe ich die schon? Wir haben die Person gefunden, die versucht hat, in ihr Büro einzubrechen, Sir. Ich seh's. Gehen Sie. Ja, Sir. Sowas, sowas. Ein Traum wird wahr. Professor Hugo Strange. Deine Plakate tun dir wirklich Unrecht. In echt siehst du um einiges bösartiger aus. Entzückend. Sagen Sie mir, was haben Sie vor, Miss Kyle? Ich nehme an, dass Sie nur deshalb in mein Büro einbrechen wollten, weil Sie sich Ihre Beutestücke zurückholen wollten. Ihr habt sie mir gestohlen. Wohl kaum. Die Sachen wurden bei Ihrer Festnahme beschlagnahmt. Ja, was das angeht, die Ferienanlage, die du hier errichtet hast, sagt mir überhaupt nicht zu, Hugo. Glaub nicht, dass ich lange bleiben werde. Eine Flucht ist unmöglich. Frauen lieben Herausforderungen. Genau wie ich. Sie wird es trotzdem schaffen. Sagen Sie mir, was Sie tun würden, wenn ich Sie freilasse. Würden Sie versuchen zu fliehen und die konfiszierten Gegenstände zu finden? Oder Batman kontaktieren? Wieso sollte ich ihn kontaktieren? Ich sitze nur seinetwegen hier ein. Ach ja? Ich glaube, dass Sie schon längst weg wären, wenn die Gier Sie nicht übermannt hätte. War er streng genommen nicht sogar derjenige, der versucht hat, Ihnen zu helfen? Ich habe seine Hilfe nicht gebraucht. Die anderen Männer offenbar auch nicht. Ach komm, worauf willst du hinaus? Spuck's aus. Ich habe sie genau studiert. Das sehe ich. Meine Augen sind übrigens hier oben. Sehr amüsant. Wie ist das so, wenn man alleine aufwächst? Wenn man für sich selbst sorgen muss und alles tut, was nötig ist, um zu überleben? Bitte, mir kommen gleich die Tränen. Und Holly? Was würden Sie tun, wenn ich meine Leute zu ihr schicken würde? Wenn du sie anfasst, bist du tot. Ist das Ihre Katze, oder? Haben Sie sich etwas beruhigt? Wo ist sie? Das hängt von Ihrer nächsten Antwort ab. Wenn Sie eine einzelne Person retten könnten, wer wäre es? Holly? Oder doch Batman? Der kann auf sich selbst aufpassen. Gut. Holly ist in Sicherheit. Lassen Sie uns über Batman sprechen. Wie kommst du darauf, dass ich etwas wissen könnte, was du noch nicht weißt? Du setzt doch schon seit Monaten seine Schläge auf ihn an. Er sagte, dass du ihn beobachten würdest. Sie reden ja doch. Gut. Ihren Vater haben Sie nie kennengelernt, korrekt? Es reicht, Strange. Das hier ist vorbei. Wenn Sie das sagen... Captain, haben Sie das kleine Mädchen im Visier? Ja, Sir. Töten Sie sie? Nein! Haben Sie vor, weiterzureden? Das dachte ich mir. Behalten Sie das Mädchen im Auge, Captain. Du Bastard. Sollen wir fortfahren? Wer ist das Mädchen? Würde mich jetzt echt mal interessieren. Hat sie eine... Na, eine Tochter, glaube ich, nicht. Ihr Vater. Sie sind ihm nie begegnet?
Ich habe das Schwein nie kennengelernt. Ein Jammer. Er hat ganz offensichtlich großen Eindruck auf Sie gemacht. Nehmen wir nur Ihr Misstrauen gegenüber Männern. Ihre Beziehung zu Batman. Würden Sie sagen, Sie stehen sich nahe? Ich komme mit dem Grübler ganz gut klar. Doch Sie wollen mehr. Aber Männern kann man nicht vertrauen, oder? Was? Hör zu. Er wird schon irgendwie vergeben sein. Wie sonst könnte er all dem widerstehen? Sie beide sind sich sehr ähnlich, stimmt's? Beide missachten Sie das Gesetz, beide glauben Sie das Richtige zu tun und Sie kleiden sich sogar ähnlich. Aber unter der Oberfläche verbirgt sich eine Schwäche. Am Arsch. Beide riskieren Sie alles, um etwas wieder gut zu machen. Sie reden sich ein, Sie täten es für Sie und er glaubt, er täte es für den Jungen. Es geht stets nur darum, seinem Leben Sinn zu geben. Darum, der Vater zu werden, den er nie kannte. Du weißt doch überhaupt nichts über ihn. Genau wie Sie. Er hat sich Ihnen nicht anvertraut, weil er Ihnen misstraut. Und das schmerzt, nicht wahr? Hm. Ich habe einen wunden Punkt getroffen. Was? Bist du noch nicht verschwunden? Sie sind verletzt, weil er weiß, wer Sie sind. Sie allerdings rein gar nichts über ihn wissen. Sind Sie verliebt? Nein! Olli ist in Sicherheit. Das Leben einer minderjährigen Straftäterin interessiert mich nicht. Es sei denn, sie befindet sich hier in meiner Einrichtung. Worum geht es hier, Strange? Macht es dir Spaß, Leute betteln zu sehen? Nicht im geringsten. Ich interessiere mich nur dafür, wieso Menschen das tun, was sie tun. Schon bald müssen Sie sich über Batman keine Gedanken mehr machen. Stehlen Sie, was Sie wollen. Unternehmen Sie von mir aus auch den Versuch, sein Herz zu stehlen. Sie werden scheitern. Du scheinst ja ziemlich überzeugt von dir zu sein. Uns steht Großes bevor, Miss Kyle. Schon bald könnten Sie sich gezwungen sehen, Ihre Bewunderung für ihn zu überdenken. Ich werde derjenige sein, der neben seiner Leiche steht und die Welt wird erfahren, dass ich, Hugo Strange, der Bessere war. Ja, schon klar. Two-Face hat das, wonach Sie suchen, in dem Tresor seines alten Wahlkampfbüros versteckt. Auch er ist jemand, der seine Vergangenheit nicht loslassen kann. Ich hoffe, dass Sie der Inhalt des Tresors glücklich macht. Da hat die gerade gegeneinander ausgespielt, der Sack. Na gut, zum Schluss hören wir uns noch Joker an. Die letzten drei Bänder. Erzählen Sie mir vom Abend, als Ihre Frau starb. Nein, Hugo! Soweit ich weiß, wolltest du mir doch einen anderen Arzt schicken. Wir beide wissen, dass ich bereits drei Ärzte geschickt hatte. Hattest du? Ja. Einer wurde zerstückelt in meinem Büroaufzug zurückgelassen. Die anderen beiden wurden, seitdem sie bei Ihnen waren, nicht mehr gesehen. Wie furchtbar! Hör zu, Doc. Professor. Okay, Professor. Ich werde dir was erzählen. Ich hoffe, du schreibst mit. Es ist der Tag danach. Ich stehe im kalten Regen, starre auf die Chemiefabrik und fühle mich abgestumpft. Jeannie war tot. Es ist alles irgendwie unfassbar. Ich konnte mich noch an unser erstes Treffen erinnern. Ihr ansteckendes Lachen, als ich ihr einen schlechten Witz nach dem anderen erzählte. Obwohl sie mich armseligen Tropf bereits länger kannte, wollte sie Kinder von mir. Und dann kamen sie. Das Leben versetzte mir einen weiteren Tritt. Falcones Mann sagte, dass ich es nicht so schwer nehmen soll. Er sagte, es könnte schlimmer sein. Ich fragte, wie denn? Er packte mich am Kragen. Er hatte Knoblauch gegessen und stank, während er sprach. Er drohte damit, dass er mit einem Nagel und einem Ziegelstein eine Rachen-OP bei mir durchführen würde. Kreatives Kerlchen. Sie gaben mir eine Kiste. Ich weiß noch, dass sie schwer war. War es eine Bombe? Eine Waffe? Ich hatte noch nie eine Kanone benutzt. Sind die so schwer? Und was war in der Kiste? Was ist mit dem anderen Arzt? Ich schicke Ihnen einen. Wenn du das tust, erzähle ich dir den Rest. Oh, da bin ich schon ganz gespannt drauf. Sie sehen schon wieder etwas besser aus. Es gibt gute und schlechte Tage. Aber ich versuche, jeden mit einem Lächeln zu beginnen.
Wollen Sie mir den Rest der Geschichte erzählen? Wieso nicht? Wo war ich gleich? Die Kiste. Ah ja, die Kiste. Ich habe die Kiste aufgemacht und mit dem Schlimmsten gerechnet. Aber darin waren nur ein Umhang und eine komische rote Kugel. Ich dachte, dass sie mich verscheißern wollten, aber nein, nein, ich musste es anziehen. Sie sagten, es sei eine Verkleidung, die mich schützen würde. Das Zeug stank nach Knoblauch. Und das war's auch schon. Ich war wie ein Astronaut verkleidet, konnte kaum was sehen und versuchte, in den einzigen Laden einzubrechen, der mir einen Job gegeben hatte. Hast du dir schon mal ein Goldfischglas aufgesetzt und bist in der Gegend rumgelaufen? Will's gar nicht wissen. Ist schwierig. Ich konnte nicht sehen, wo ich hinlaufe. Muss den Alarm ausgelöst haben. Dann hörte ich Schüsse. Ich bekam Schiss und wollte abhauen. Und dann sah ich ihn. Wen? Batman. Wirklich? Ja, wirklich. Batman hat versucht, mich zu schlagen. Ich wollte ausweichen und... Naja, du musst bedenken, dass ich diese riesige Kugel auf dem Kopf hatte. Ich muss gestolpert sein. So ist das Leben. Den einen Tag läuft's beschissen, den anderen Tag stirbt dafür die Frau und du hängst über einem Tank voller neuartiger Chemikalien. Ich bin mir sicher, dass er mich retten wollte. Aber das hat ja wohl nicht geklappt. Ich fiel. Einen Moment lang dachte ich, dass ich daneben gefallen sei und Glück gehabt hätte. Ich nehme an, dem war nicht so. Sehe ich aus, als hätte ich Glück gehabt? Ja, es ist ja doch wie im Film. Im ersten eben mit Jack Nicholson. Ich ging unter. Die Chemikalien verbrannten mir die Haut. Mein Körper fühlte sich an, als stünde er in Flammen. Und er war schuld. Wer war schuld? Batman? Wer sonst? Na, Sie. Wie bitte? Soll ich Ihnen sagen, was ich glaube? Ich glaube, dass Sie eine Reihe von Ereignissen konstruiert haben, die den wahren Grund für Ihren Zustand verschleiern sollen. Ich habe 12 verschiedene Lebensläufe von Ihnen gelesen. Alle unterschiedlich, bis auf ein Detail. Batman. Was soll ich sagen? Ich versuche es spannend zu machen. Zu mir hat mal ein kluger Mann gesagt, dass man am besten stets mehrere Lebensgeschichten zur Hand haben sollte. Und sich nie mit dem auseinandersetzt, was wirklich geschehen ist. Das haben Sie getan. So sind Sie hergekommen. Oh, ich weiß, wie ich hergekommen bin. In einem großen Lastwagen aus Arkham. Du erinnerst dich an die Anstalt, oder? Natürlich. Gut. Wäre ja auch schrecklich, wenn ich es mir nur eingebildet hätte, dass du ständig in meine Zelle gestarrt hast. Ich verstehe nicht. Hugo, kleiner Irrer. Du warst von mir besessen. Ihr alle wart es. Ihr wolltet hier rein. Als nächstes willst du mir vermutlich noch weismachen, dass die Nummer mit Sharpie nicht auf deine Kappe ging. Hast du übrigens gut gemacht. Danke. Okay, hör mal zu. Wenn du nicht willst, dass alle etwas über deine Vergangenheit erfahren, solltest du aufhören, dich für meine zu interessieren. Oh, und schick mir einen anderen Doc. Ich möchte eine zweite Meinung einholen. Na gut, Leute, ich würde sagen, damit lassen wir es gut sein. Für den Bonuspart und für Batman Arkham City. Weiter geht's dann mit Harley's Revenge, dem Add-on oder DLC für Batman Arkham City. Wäre auf jeden Fall super, wenn ihr mir noch ein Like da lasst, wenn es euch gefallen hat. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und an dieser Stelle, wir sehen uns wieder bei Batman Arkham City, Harley's Revenge.